Die Juden des Warschauer Ghettos werden in den Osten abtransportiert. Auch Herr und Frau Katz. Nach mehreren Razzien ist der Häuserblock, in dem die Familie Davidowitsch wohnt, wie leergefegt. An einem Sommerabend wird ihnen klar, dass sie die einzigen Überlebenden sind. Am nächsten Morgen ziehen sie in einen anderen Teil des Ghettos, in eine leerstehende Wohnung. De fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril. Unsere neue Unterkunft befand sich in einem großen Gebäude. Die Familien, die im Sommer 1942 umgesiedelt wurden, hatten ihren ganzen Besitz zurücklassen müssen. Jetzt bewohnten den Block Polizisten und andere unentbehrliche Arbeiter mit ihren Familien. Darum fühlten wir uns hier einigermaßen sicher. Voilà. Die neueste Mode von 39. Falls was schief geht, können wir immer in die nächste Wohnung schlüpfen. Von da weiter und wieder in die nächste und so weiter. Und wo steckt da der Sinn? Naja, vielleicht finden wir noch mehr Schallplatten. Louis Armstrong, Benny Goodman, Verdi, Brahms, Richard Strauss. Du bist Mareks Schwester, also ist hier dein Zuhause, Miriam. Natürlich ist es uns recht, wenn du bei uns bleibst. Obwohl es mit uns beiden früher nie so recht geklappt hat, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen. Seit Sigi gestorben ist, ist mir sowieso alles gleich. Ist alles sinnlos. Ich habe eine Unterkunft für sie gefunden. Die Straße ein Stück weiter runter. Warum hast du mir davon nichts gesagt? Das Zimmer hat sogar noch Stromanschluss. Warum hast du mich heute Morgen zurückgehalten? Ich war froh, mit dem Transport gehen zu können. Wir wissen, wohin die
Küste gefahren. Mein Vater hat's mir erzählt. Majdanek, da fahren Sie hin. Majdanek, wo liegt das? In der Nähe von Dublin. Oder Sie fahren nach Treblinka. Ja, nach Treblinka, da fahren Sie hin. Das stimmt gar nicht, mein Vater sagt. Ach, halt den Mund. Du, dein Vater. Ihr Vater. Meine Oma wohnt in Lublin. Was machen Sie denn in Treblinka? Wie? Gas. Verdirb dir deine Augen nicht. Guten Abend. Was ist das? Sie teilen Nummern aus. Nur wer eine Nummer hat, kann bleiben. Hast du auch für Nina eine? Was mit den Kindern ist, ist noch nicht raus. Und meine Eltern? Meine Papiere, die gelten auch für dich und meine Schwester. Für euch beide kann ich eine Nummer bekommen, aber nicht für deine Eltern. Nur wenn ich sie als meine Eltern ausgebe, aber dann ist Miriam nicht zu retten. Du kannst Vater und Mutter nicht gehen lassen. Wenn sie gehen, gehe ich mit ihnen. Und was geschieht mit Miriam? Lars Kerl Isidor. Hier. Bieberfeld Monjek. Bieberfeld Monjek. Hier. Bermann Jacek. Ja, hier. Zukir Zara. Hier. Zielinski Viktor. Hier. Hier. Am nächsten Morgen ging ich mit Vater zu dem Platz, wo alle die aufgerufen wurden, die noch Nummern bekommen sollten. Dank Vaters Bemühungen standen auch die Großeltern auf der Liste. Pretzlanski Lutek. Hier. Trachter Spigniew. Hier. Danke, danke, ah, ja, vielen Dank. Luzelski Bernard. Hier. Baum Mäusche. Hier. 2406. Danke. Wunderling Jatzien. Hier. Wolski Israel. Hier. Konheim. Hier. Bieberstein Lonja. Hier. Wachsam Herschel. Hier. Witz Jakob. Hier. Siehst du Großvater? Ja. Heim er wartet Simon. Auf der anderen Hier. Seite. Warum gehen wir nicht Noch zu ihm? Hier. Ich möchte lieber auf dieser Seite bleiben. Es ist besser, Noch wenn man uns nicht zusammen sieht. Hier. Gierstein Jurek. Hier. Wolski Israel. Hier. Jelska Czeslawa. Hier. Ja.
Witz, Jakob! Ja! Wiebran jetzt, Josef! Seit 5 Stunden stehe ich nun schon hier. Wiebran jetzt, Simon! Mir auch. Hier! Glauben Sie, dass es doch irgendeine Hoffnung gibt? Moritz? Kowalska, Salomea! Kowalski, Moritz! Hier! Hier! Kowalska, hier! Salomea. Entschuldigung! Hier! Lassen Sie mich bitte durch. Kowalski! Bitte schön. Drängel doch nicht. Aber ich bin doch aufgerufen worden. Hier! Ich stehe auf der Liste und Sie haben meinen Namen nicht aufgerufen. Lipnik. Wer? Wo auf der Liste? Hier. Verschwinde. Hau ab, du Idiot. Ich weiß, dass ich draufstehe. Ich kann ja lesen. Lipnik aus Gut. Verschwinde, du Idiot. Schau, dass du wegkommst. Hau ab. Betrüger. Ich habe ihm Geld gegeben. Dieb. Betrüger. Großfeld Samuel. Hier. Wo bleibt Großvater? Hier! Lassen Sie mich durch. Ich bin aufgerufen. Dankeschön. Wie soll man denn dabei arbeiten? Kowalski, Moritz. Sie haben Ihre Nummern bekommen. Nein, das haben wir nicht. Tja, aber Sie sind durchgestrichen. Also habe ich sie Ihnen gegeben. Nein, das waren wir ganz bestimmt nicht. Das muss eine Verwechslung sein. Aber Sie haben mich doch aufgerufen. Sorry. Sie haben mich doch aufgerufen. Der Nächste. Eine Frau aufgerufen. Kowalski. Ruber, Abel. Ich bitte Sie. Wo ist mein Papi? Wo ist meine Mami? Das ist ein Irrtum. Ich sehe mal nach Großvater. Bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck. Ach doch, Platz. Aufgerufenen durch. Zurückbleiben. Bleib doch zurück. Zurückbleiben. Nicht drängen. Was ist denn da passiert mit dem? Die Nummern. Die Nummern. Es muss eine Verwechslung sein. Wieso denn verwechseln? Aufgerufen muss man doch eine Nummer kriegen. Man kann mich doch nicht einfach. Das ist eine Verwechslung. Die Telski Jante. Novitz, Rufe. Hier. Polska, Sofia. Lewandowski, Herrsche. Luhmann, Adel. Jelzka, Salomea. Latzki, Schmul. Norwitz, Ruth. Norwitz, Ruth. Kleinfeld, Samuel. Danke. Wimanski, Israel. Dorska, Miriam. Wo sind deine Eltern? Sie sind gestern zum Nummerholen weggegangen, aber sie sind nicht mehr zurückgekommen. Wo wohnst du denn? Jetzt nirgends. Ich habe bei Fremden geschlafen heute Nacht. Und jetzt will ich meine Eltern suchen, aber ich finde sie nirgends. Mein Papi wird mich gleich hier abholen. Dann fragen wir ihn, ob du mit zu uns darfst, ja? Oh ja. Hm? Keine Nummer mehr. Geht nach Hause. Alle Nummern sind ausgegeben. Komm, wir gehen ihm entgegen. Papi, hier bin ich! Hier bin ich! Komm, wir gehen nach Hause. Komm, es hat keinen Zweck mehr. Marek! 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 Gut.
gut, dass man dich wiedersehen mag. Ist alles in Ordnung? Wie geht's deiner Familie? Mit meiner Frau ist alles in Ordnung, aber hier, für Janina, habe ich noch keine Nummer. Noch nicht entschieden, ob man für Kinder Nummern braucht. Was? Aber sicher ist sicher. Versteck sie für ein paar Tage. Bitte, Nina! Aus dem Weg! Los, mach Platz, mach Platz! Aus dem Weg! Den ganzen Tag über hielt ich meine Hand um diesen Kuss geballt, wie um eine unschätzbare Kostbarkeit. Alle, die keine Nummern hatten, wurden im Laufe der nächsten Tage abtransportiert. Auch Tante Miriam und auch meine Großeltern. 2 Wochen später ging mein Vater in die leere Wohnung der Großeltern. Er fand noch ein paar Habseligkeiten. Kontrolle. Papiere. Ich bin Celia Davidovic. Mein Mann ist Polizist. Ihre Nummer? Der Stock gehörte meinem Vater. Wo ist er? Fort. Am Yom Kippur, am 21. September 1942, fand eine neue Selektion statt. Diesmal wurden auch Polizisten samt ihren Familien deportiert. Erneut packten wir unsere Sachen zusammen, um die Nacht in irgendeinem Zimmer zu verbringen, bis die Aktion vorüber war. Nicht machen. Nicht ans Fenster gehen. Setzt euch dahin. Mitten in der Nacht erschien ein anderes Ehepaar und ließ sich auf dem Fußboden nieder. Zusammen erwarteten wir die Morgendämmerung. Beziehungen, alles nur Beziehungen. Ausweise, Arbeitserlaubnis, Lebensmittelkarten, Aufenthaltsgenehmigung, Arier-Nachweis, Dollars, Schweizer Franken, kein Problem. Heute Nacht geht's über die Mauer. Morgen sind wir schon an der ungarischen Grenze. Dann weiter nach Rumänien. Und ab in die Türkei. Es ist alles arrangiert. Und Sie gehen so einfach hier weg? Ich habe das Gefühl, es fängt an, hier zu stinken. Tja, aber wie um Himmels Willen kommen Sie hier raus? Beziehungen, Geld, Geld, Beziehungen. Vom schwarzen Markt. Na sicher. Kreislauf der Güter. Sind Sie Schwarzhändler oder sowas? Man kann es so nennen. Ich habe den Güterumschlag gefördert. Und nun befördere ich uns. Nach draußen. Sehen Sie mal, ich kann das alles nicht mehr brauchen. Dabei sind die Sachen so gut wie neu. Ich glaube, die passen Ihnen bestimmt. Danke. Tragen Sie sie an meiner Stelle. Danke. Danke vielmals.
Ihr seid anständige Menschen, das merkt man sofort. Hier, der Schlüssel zu unserer Wohnung. Und hier die Adresse. Nehmen Sie's. Da ist nur einiges zu acheln drin. Holen Sie sich's. Holen Sie's, bevor es schlecht wird. Nach der Aktion, versteht sich. Danke. Na, passt doch. Kann ich das wirklich annehmen? Kinder binden einen an. Und doch ist es schön, wenn sie in ihr Alter kommen. Es steht Ihnen. Danke. Am 3. Oktober 1942 wurde die erste Etappe der Umsiedlungsaktion beendet und der Frieden kehrte noch einmal zurück zu dem, was vom Ghetto übrig geblieben war. Unser neues Heim teilten wir mit den Beatus, die ordentlich, und mit den Scherex, die schlampig waren. Mutter war Arbeiterin geworden. Zusammen mit den anderen Frauen zog sie jeden Morgen aus, um an ausgebombten Plätzen Schutt wegzuräumen. Wo bleiben Sie, meine Damen? Sofort, Frau Beatus. Vater war es gelungen, als Polizist wieder in den Begleitdienst zu kommen. Wiedersehen, mein Schatz. Wiedersehen. Wiedersehen. Sind Sie fertig, Frau Scherrick? Ich komme, ich komme. Wiedersehen. Wiedersehen. Erinnerst du dich hier? Oh ja, Rue de Margot. Champs-Élysées, Montparnasse, die Oper. Ich war leider nie in Paris. Ihm hat der Montparnasse am besten gefallen. Und dank der Vorräte, die wir in der Wohnung des Schwarzhändlers fanden, hatten wir eine kurze Zeit mehr zu essen, als wir brauchten. Schade, dass wir uns damals nicht getroffen haben. Zum Wohl. Mutter, die die beiden Beatus in ihr Herz geschlossen hatte, lud sie zum Abendessen ein. Und dann kamen sie zurück. Warum eigentlich? Tja, wir kamen zurück, um hier unsere Sommerferien zu verbringen. Im August, 10 Tage vor Kriegsbeginn. Und was haben Sie in Paris gemacht? Wir haben an der Sorbonne studiert. Sie haben studiert? An der Sorbonne? Das war schon immer mein Wunschtraum. Tja. Und als daraus nichts wurde, da sagte ich mir, na gut, dann, wenn Nina erst größer ist. Ach, wenn der Krieg vorbei ist, dann werden wir ein besseres Leben führen. Tja, keiner soll mit leeren Händen von meiner Tür weggehen. Das schwöre ich bei Gott. Selbst wenn die Deutschen besiegt sind, dann kommen die Russen. Unser Leben wird nie wieder so sein wie früher. Er ist Pessimist. Das war schon immer ein schrecklicher Pessimist. Nein, bloß Realist. Realist, du? Oh je, wie blass er ist. Das ist ja nicht mit anzusehen. Essen Sie noch ein bisschen. Was haben wir denn hier noch Gutes? Ölsardinen, Thunfisch, Corned Beef, Fisch, Salami? Darf ich etwas Salami haben? Aber natürlich. Noch ein bisschen Brot? Danke. Bitte? Stimmt die Länge, ich glaube, ja. So, und das ist Caro und das habe ich nicht mehr. Also, und. Heute nimmt er uns wieder aus. Ja, heute läuft's gut für mich.
schön. Na, nun geben Sie mir mal ein gutes Spiel. Was geht denn? Bratzeit bei den Sherricks. Ich hoffe, ihr habt alle richtig Kohldampf. Ich glaube, heute werden sie besonders knusprig. Was meinst du? Die sind Ihnen wirklich gut gelungen, Frau Sherrick. Danke. Na, dann probier doch mal einen. Nein, danke. Na, dann koste doch mal. Sei doch nicht so schüchtern. Na? Danke. Ist genug Salz dran? Ja? Ja, danke. Hier, Leute, alle mal herkommen. Hier wird nicht getrödelt. Stefan, jetzt tu die Bücher weg. Jetzt wird nicht mehr gelesen, jetzt wird gegessen. Also, wenn ihr so weiterspielt, werde ich noch ein reicher Mann. Na, gegen einen Anfänger zu gewinnen, ist keine Kunst. Naja, bei Sorbonne gibt es natürlich auch keinen Lehrstuhl für Kartenspiel. Wie läuft denn heute das Spiel für Sie? Nicht besonders fürchterlich. Nur keine Angst, er wird schon alles zurückgewinnen. Ach, zwing ihn doch nicht zu spielen. Nur hab dich doch nicht so. Das ist ja köstlich. Die haben wir doch gar nicht probiert. Also, wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie schon rücksichtsloser sein. Sehr gut. Ja. Auf dem danke. 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 In diesen Tagen Mutter nicht mehr weinend zu sehen, sondern lächelnd und plaudernd und für die Nachbarn sorgend, machte mich selig. Wen ich getroffen habe. Deine Freundin Toscha. Yeah. Die hat sich vielleicht gefreut, mich wiederzusehen. Sie ist mir um den Hals gefallen. Sie ist jetzt schon einen Kopf größer als du. Wo wohnt sie? Hier, das hat sie mir für dich mitgegeben. In der Ulica Schelasna. Sie haben sich dort in einer Bäckerei versteckt. Meine liebe Nina, ich schreibe diesen Brief so rasch ich kann. Ich bin hier in einer Bäckerei und in Sicherheit. Mami und Vati sind auch hier. Es geht uns gut, aber alle meine Verwandten sind weg. Nur wir drei sind übrig geblieben. Ich denke viel an dich und sehne mich nach dir. Ich habe eine große Neuigkeit für dich. Ich bin jetzt eine Frau. Es ist vor einem Monat passiert und ich bin so froh. Ich hoffe, dass du auch bald eine Frau wirst. Und dann werden wir keine Kinder mehr sein, wenn wir uns treffen, sondern zwei junge Frauen. Ach, schon wieder. Meine liebe Nina, es gibt auch eine schreckliche Nachricht. Jola ist tot. Mein Vater sah sie in einer Gruppe, die zum Umschlagplatz ging. Sie wollte plötzlich wegrennen, aber ein Soldat hat sie erschossen. Ich habe immerzu geweint, als ich das hörte. Und sogar jetzt weine ich noch. Ich werde sie nie vergessen. Ich muss jetzt Schluss machen. Dein Vater will gehen. Bitte schreib mir und gib deinem Vater dann den Brief mit. Alles, alles Liebe. Bitte denke doch heute Abend um 8 an mich. Und dann denke ich auch an dich. Ewig, deine Toscha. Zerreiß ihn lieber. Sicher ist sicher. Alles Gute, Marek. Marek, viel Glück wünsche ich dir. Auf ein langes Leben. Und Gesundheit. Alles Gute. Danke. Auf das Wohl des Geburtstagskindes. Auf sein Wohl.
Zu deinem Geburtstagsfest, mein lieber Papa, in Liebe und Ehrfurcht bin ich dir nah. Großzügig bist du und ein ehrlicher Mann und trotzdem ein bisschen auch ein Tyrann. Ivan der Schreckliche. Die Blumen hat sie selbst gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten wir noch haben werden, gemeinsam zu feiern oder wer von uns das nächste Jahr noch erlebt. Nina vielleicht, wenn sie Glück hat. Vielleicht erinnert sie sich dann freundlich an ihren Vater. Also wirklich, Marek, wie kann man nur sowas sagen? Das arme Kind. Also, Fevel geht in eine Badeanstalt. Und da gibt ihm der Badediener ein Rätsel auf. Sag mir, du Obergescheiter, wer ist das? Ist nicht mein Bruder, ist nicht meine Schwester und ist doch das Kind meiner Eltern. Der Fevel grübelt und grübelt und grübelt und sagt, weiß ich nicht. Na, das bin doch ich, sagt der Badediener. Dem Fevel gefällt dieser Witz. Er kommt nach Hause und sagt, Sarah, ich habe ein Rätsel für dich. Wer ist das? Ist nicht mein Bruder, ist nicht meine Schwester und ist doch das Kind meiner Eltern. Die Sarah schweigt. Das ist doch der Badediener in der Badeanstalt. Schmulig, jetzt hast du schon wieder die Pointe vermasselt. Ach nein, der sagt das doch ich. Das bin ich. Los, raus. Raus. Alles raustreten. Auf der Straße sammeln. Doch die friedvollen Tage konnten nicht andauern. Am 18. Januar 1943 wurden wir von Trillerpfeifen geweckt. Als wir uns im trüben Licht hastig anzogen, hatten wir alle das Gefühl, dass nun das Ende gekommen sei. Man hat uns gestern erst hierher abkommandiert. Sie wissen es nicht. Keiner weiß es. Ist das alles, was Sie besitzen? Zahnbürste. Wir haben damit gerechnet. Herr Soldat, ich muss noch einmal zurück. Mein Junge hat seinen Mantel vergessen. Bitte. Er begreift's nicht. Diese Frau muss zurück. Der Junge hat den Mantel vergessen. Streng verboten. Befehl ist Befehl. Er hat ihn auf dem Treppengeländer liegen lassen. Vor der Tür. Direkt vor der Tür. Wir wohnen im ersten Stock. Bitte. Na ja. Danke. Halt! Zurück! Sofort zurück! Nach vorne aufschließen! Abrücken! Das Ganze! Marsch! Müssen wir gehen? Ja. Jetzt ist es soweit. Es wird schon nicht so schlimm werden. Aufschließen.
Es geht zum Umschlagplatz. Wir müssen versuchen, möglichst weit hinten zu bleiben. Es geht zum Umschlagplatz. Möglichst weit hinten bleiben. So, bleib doch stehen. Ich will nicht mehr. Ich bin Polizist. Ja. Ich habe die beiden erwischt. Bleiben Sie stehen, sonst knall ich ja! Alles nach vorne! Jawohl! Nase abbiegen! In Ordnung. Ja, sie hat ziemlich stark gehustet. Nein, nein. Die Aktion wurde überraschend abgeblasen. Wir tauchten wieder auf, ans Tageslicht. Verkrümmt und erschöpft. Die Straßen waren menschenleer. Wir machten uns auf den Weg zu unserer alten Wohnung.
Bist du schon fertig? Ja. Dann räum bitte das Zimmer des Sheriffs auf. Probier doch mal. So gut wie ihre sind die wohl nicht. Probier. Nein. Es hat geklappt. Ich bin wieder im Begleitdienst nach draußen. Nina geht morgen raus in aller Frühe. Eine Arbeiterin fährt mit. Wir geben Nina als ihre Tochter aus. Ich konnte Erich verständigen, er holt sie ab. Hier braut sich was zusammen. Sie organisieren den Widerstand. Das nächste Mal wird gekämpft, Gott sei Dank. Schon diesmal haben die Unseren ein paar Mal geschossen. Wenn ich ein Gewehr in die Finger bekomme, dann... Du hast gehört, was dein Vater gesagt hat. Es wird diesmal gekämpft werden. Bei den Grabowskis bist du sicher. Denk daran, was für Angst du bei den Luftangriffen gehabt hast. Bei Lydia bist du wirklich sicher aufgehoben. Wir kommen dann später nach. Aber wenn du wirklich hierbleiben willst, werden wir dich nicht zum Gehen zwingen. Ist irgendetwas bei Lydia vorgefallen? Haben sie dich schlecht behandelt? Nein. Und wann werdet ihr nachkommen? Wann wollt ihr nachkommen? Bald, so bald wie möglich. Dein Vater muss alles noch vorbereiten. Das braucht Zeit. Es ist alles viel leichter für uns, wenn wir wissen, dass du in Sicherheit bist. Ja. Vielleicht bist du noch ein bisschen zu jung. Ich weiß nicht, was du schon alles weißt. Aber es gibt einiges, worüber ich mit dir reden sollte. Darüber, was es heißt, eine Frau zu sein. Ich weiß schon Bescheid. Worüber weißt du Bescheid? Über alles. Wirklich? Woher denn? Ach, weißt du, solche Sachen sprechen sich herum. Wer hat es dir erzählt? Ach, wirklich, Mami, du brauchst mir darüber nichts mehr zu erklären. Man bekommt sowas einfach mit, verstehst du? Nun, gut also. Bitte, Mami, bitte nicht jetzt.
Danke. Sie sind da. Sie warten. Es war eine kleine goldene Scheibe, auf der in einem Kranz von Lorbeerblättern das Wort Shaddai, der Name des Herrn, in Hebräisch stand. Lange vor dem Krieg hatte ich es von Großvater geschenkt bekommen. Komm jetzt. Nur komm. Ausweis. Gut. Ausweis. Ich bin im Begleitdienst nach draußen. Begleitdienst, aha. Begleitdienst. Ausweis. Meine Tochter. Koffer hierher. Aufmachen. Gut. Na, na.
In meinen kleinen Koffer hatte Mutter mein Nachthemd, etwas Wäsche, Zahnbürste, Kamm und mein Buch von der kleinen Dorrit gesteckt. Dabei verließ ich ja offiziell nur bis zum Abend das Ghetto. Als Kind einer Arbeiterin. Weg, weg! Komm, hau ab! Weg! Gelobt sei die heilige Mutter Gottes. Mein liebes, liebes Kind. Wie mager du geworden bist. Nun hör schon auf zu weinen, Sophie. Ist das Frühstück fertig? Ja. Ich habe Kakao für dich gekocht, Kittita. Und du? Nun komm schon. Mach, die Kleine ist hungrig. Ja. Komm. Hallo, Kinder, wir sind da. Ach, Jungs, Jungs, unser Besuch. Meine Kleine. Nina! Tom! Schön, dass du hier bist. Tom! Tom, Max, sei doch nicht so wild. Komm hier. Bis zum Sonntag bleiben? Bitte. Aber sie wird von jetzt an immer bei uns bleiben, Dummerchen. Tatsächlich? Ja. Fantastisch. Hurra, hurra, hurra. Hurra. Nicht so Nina in meinem Zimmer schlafen? Ja. Die Nina bekommt dein Zimmer und du ziehst zu Paul. Hm? Ja, prima, machen wir das. Ja, ja. Danke. Wird Nina auch Klavierstunden darüber bekommen? Brauchen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zu zerbrechen. Das hat doch noch Zeit. Wann bist du heute aufgestanden? Ach, jetzt lass dir doch erstmal zur Ruhe kommen. So, mein Liebling, jetzt ist erstmal richtig. Hm? Mein Kopf war wie leer. Es machte mir große Schwierigkeiten, die einfachsten Fragen zu beantworten. Eine neue Stimme in meinem Inneren sagte mir, dass ich nun vollkommen auf mich selber gestellt sei. Dass ich mich wie ein Erwachsener zu verhalten hätte.
Auch der Honig ist gut. Ja, danke. Du magst doch Honig, das weiß ich noch ganz genau. Ja. Probier den Schinken und die Wurst, die sind auch gut. Danke, Sophie. Vor allen Dingen musste ich auf meine Manieren achten, um meiner Familie keine Schande zu machen. Müssen wir eigentlich heute in die Schule? Ach bitte, Mutti, dürfen wir heute zu Hause bleiben? Nein, selbstverständlich geht ihr auch heute in die Schule. Und auf irgendeine Art musste ich versuchen, weiterzuleben. Danke. Darf ich mal bitte das Brot haben?